Wenn ihr in den letzten Wochen verfolgt habt, was so auf Twitter berichtet wurde über Dinge im Nachgang der Ende-Gelände-Demonstration, so fiel auf, dass da ein Thema in den Mittelpunkt rutschte, was mit dem Anlass der Demonstration überhaupt nichts zu tun hatte. Und mir soll keiner erzählen, dass das keine Absicht gewesen ist. Wer mitsingen will, das Lied heißt Das Möhrenfeld. Hat man Ende Gelände auf dem Möhrenfeld gesehen, hat der Bauern, schlaue Bauer, sich gesagt, es könnte gehen, dass man Ende Gelände so gezielt desavouiert, wenn der oberschlaue Bauer selbst für RWE agiert. Und der Bauern, schlaue Bauer, machte dann einen Versuch. Wollen mal sehen, das könnte gehen, ich promote mal mein Buch. Was soll Ende Gelände zwischen Möhren auf dem Feld? Allemal ein Skandal, den man für aufregender hält. Als das Nichtstun der Regierung, die nur hohle Worte spricht und Verträge, die zum Klimaschutz sie einging, einfach bricht. Und der Bauern, schlaue Bauer, sah sein Möhrenfeld im Hellen und wollt Ende Gelände dafür an den Pranger stellen. Sind die Klimaschutzmarschierer, die man auf die Möhren trieb, auf alle Fälle Kriminelle, weil man nicht auf Wegen blieb. Ende Gelände kämpft für Klimaschutz, den man für wichtig hält. Und sie zahlen auch Entschädigung für Schäden auf dem Feld. Und der Bauern, schlaue Bauer, schleudert einen derben Fluch. Und verdammt Ende Gelände nützt wie mehr Möhren für sein Buch. Als die weißen Klimaschützer unterwegs waren zum Protest, wollte RWE nicht, dass man sie so protestieren lässt. Und mit Knüppelpolizisten auch beritten jagte man Ende Gelände von den Wegen in die Möhren nebenan. Und der Bauern, schlaue Bauer, sagte, ihm ging's nicht ums Geld, weil er Möhrenfeld-Zertrampler nicht für Umweltschützer hält. Und so kam er in die Presse, da hat er sich nicht geirrt, dass ein schräger Fall wie dieser gerne aufgegriffen wird. Wer ein Möhrenfeld zertrampelt, kann kein Umweltschützer sein, denn man läuft als Demonstrant nicht in ein Möhrenfeld hinein. Und der Bauern, schlaue Bauer, wurde damit auch bekannt und er wurde in dem Zusammenhang als Buchautor genannt. Bauer Willi, der als Autor in der Presse sich gefällt, hat als Bauern, schlauer Bauer, sich als Opfer hingestellt. Doch holen Bagger seine Möhren, baggern ab sein Möhrenfeld. Braucht er sich nicht zu empören, RWE zahlt ja für Geld. Und dem Bauern, schlauen Bauer, nützt bestimmt nicht für sein Buch. In dem Möhrenfeld war Polizei mit Pferden auf Besuch.